Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fake Grand Order. Ich bin es Samus FX. Wir sind hier immer noch in Lyon, haben beim letzten Mal Siegfried gefunden und nun ist es an der Zeit, dass wir uns den Herrn hier endlich ganz in die Party aneignen. Ah, schade. Kann man immer noch nicht hier in der Party nutzen. Nehmen wir mal wieder Vodacom Riders. Ach egal, nehmen wir mal die Antonette, das passt schon. Wir hoffen zumindest, dass der werte Herr jetzt in nächster Zeit mal hier ein vollwertiges Mitglied unserer Party wird, denn wir haben schon beim letzten Mal gesehen, dass er es hier geschafft hat, Fanfir den Drachen hier von Jean Alter zu bezwingen. Der Zombie is heading this way too. No problem. We just fight it out. Let's keep this battle going, Master. Ja, und wir kämpfen jetzt hier aktuell gegen eine Horde aus Zombies, Wyverns und allem, was halt das Herzog begehrt, also... Nichts, was wir nicht gewöhnt sind inzwischen. Ich weiß, als ich letztes Jahr in Frankreich war, da war das genauso. Überall sind Zombies rumgelaufen, da hat man halt einfach Hi gesagt, wir schon hin und wieder mal ein Foto gemacht. Drachen, da ist man halt mal aufgestiegen, die kleinen Kinder, die wurden extra von den Eltern da, also mit den Eltern sind sie da geflogen. So ist halt Frankreich einfach. Ganz normal ist das. Also, hi Zombies. So. Was machen wir denn Schönes? Ich will wieder Riders haben. Haben einfach so ein random Combo einfach, das müssen wir hier schön Arzt abhaben. Übrigens, mir fällt gerade auf. Unser Wert. Oh, was ist denn hier mit Jack los? Wieso? In jeder Runde wird sie vergiftet. Zieht die das irgendwie an oder wie? So, das wird lange und so. Mir fällt gerade auf. Hört euch mal auf, dass sie pinke Schuhe. Pinke, hochhackige Schuhe hat. Und damit ist sie dann schnell wieder Wind. Respekt, Mann. Ernsthaft, Respekt. Das sind meine Gegner, Mann. So, komm. Wohl, die werden wir nicht mit einem Schlag töten können, oder? Schauen wir mal. Aber mit zwei ist auch in Ordnung. Ich würde gerne nochmal Noble Phantasm. Am liebsten möchte ich das Noble Phantasm nochmal von Mozart reintun. Das finde ich voll cool. Dieses Requiem for Death. So. Insta-Kills, liebe Leute. Aber eigentlich wäre es am besten hier, Marthas Noble Phantasm aufzuladen. Das ist natürlich nicht so stark wie das von Jack, aber dafür geht's auf alle. Und das ist natürlich ganz praktisch. So, oh, ein Vivian Dread. Soll ich da jetzt Angst haben vor dem Vivian Dread? Soll ich dir mal zeigen, was ich mit Vivian Dreads mache? Schade, kriegen wir aber nur wieder mit Jack das Noble Phantasm hin. Das kennen wir inzwischen schon. Hört auf, mich zu vergiften. Hilft das gegen Gift? Scheinbar nicht. Egal. So, dann ist Metzelstunde, würde ich mal sagen, angesagt. Zack, zack, zack. Aber ich finde das Noble Phantasm ist ein bisschen unspektakulär. Also wenn ich mir da überlege, wie am Anfang so das Noble Phantasm von Saber Atode war, mit dieser coolen Cutscene und sogar eigenes Musikstück, fand ich natürlich geil. Und auch zum Beispiel das von Sonsang, das ist auch so cool, Mann. Da ist es schon ein wenig schlechter, in meinen Augen. Aber okay, wurscht, 100%ige Critical Rate. Schade. Jetzt komm, greif doch mal. Hätte es Marie Antoinette angegriffen, vielleicht hat man da noch ein Noble Phantasm mit dir hinbekommen. Aber jetzt müssen wir euch wieder so alle machen. Ärgerlich, aber okay. Wir sind ja hier nicht verantwortlich dafür, hier mit ihm das Noble Phantasm zu zeigen. Wir sind ja hier dafür verantwortlich, den hundertjährigen Krieg der Drachen zu beenden. Oder irgendwie so. Irgendwie mein zeitgeschichtliches Wissen ist scheinbar nicht das Beste. Ich wusste nicht, dass Jack the Ripper Mozart gegen Jeanne d'Arc gekämpft haben. Aber mal, ich habe auch schon lange kein Geschichtsbuch mehr in der Hand gehabt. So, ich sage, als nächstes kommt dann noch Beethoven. Da Vinci haben wir auch noch, die wird dann auch noch hier irgendeinen Massaker starten. Ich will nicht gegen Assassins kämpfen. Assassin Berserker Rider. Das heißt aber eigentlich, ja egal. Oh! Ich kann Jean nicht nehmen. Dann nehme ich Mozart.
Das ist aber natürlich schlecht, weil Riders ist ja deren Schwäche, aber okay, das passt schon. Das wäre mal schon irgendwie Deichsel. I've disposed of the first wave of events. Next up. Damn you. My, what a coincidence. I've never forgotten your face, you lazy artisan. That's good to hear. I've never forgotten yours either. Your face and your pale white neck. At the same time, I feel like this is destiny, that you and I share a special connection. Don't we? The fate of executioners killing the same person twice. I feel like only we share that kind of a connection. Not only in life, but even now, you're eager to execute Maria. Charles Henry Sanson, could it be that you're genuinely mad? As a human, it pains me to discuss our relationship with a lowlife like you. Amadeus, you claim to alive, so all humans are filthy, not I. Humans are scared, precious things. That's why we executioners respect life. We are incompatible, and you and I. Trash who couldn't even love humans, trash who couldn't understand her, has no right to be next to her. What an attack! Master, please stand back! This berserker, he's much more frightening than any other servants we faced so far. Look at the sky! Look how many Wyverns are in flight! I'm going to help the French army. You two, take care of the servant. My sword of execution is pure. It's not for the likes of you who do not submit to death, but thinking of it, this entire nation is an execution site now. I shall remove your head with one strike. Oh, das könnte unschön werden. Ein Berserker und ein Assassin Berserker? Ich weiß nicht, die haben ja alle die Berserker. Also okay, der eine, den kennen wir aus der Serie. Das ist ja Lancelot, einer von der Tafelrunde von der werten Arthur, also König Arthur, einer der Ritter der Tafelrunde. Und auch in Fate Zero ist er aufgetaucht. Ein wahnsinniger Typ und Lancelot ist das furchtbarste Wesen, was es gibt. Lancelot, ich habe schon mal gesagt, ich lese ja sehr gerne die Bücher hier. Warte mal. Na, so. Die Artus-Chroniken von Bera Comwell habe ich schon öfters erwähnt. Finde ich ganz nett, wenn man ein bisschen was über Artus erfahren will. Hat nicht unbedingt mit Fate zu tun, aber wie gesagt, ist ja auch eine Legende. Nicht Mozart. Dankeschön. Okay, du wirst den schon down bekommen. Und ich hoffe es. Danke. Und ja, da wird Lancelot auch als der furchtbarste Typ aller Zeiten dargestellt. Lancelot ist das Böse. Hat sie nur das Schlimmste verdient. So, jetzt kommen nur Wyverns, Mann, und dann der Bossfight. Das ist so eklig, Mann. So, ich brauche jetzt ein bisschen Noble Fantasy-Punkte, Mann. Wenn jetzt alle Mozart angreifen, dann bringt mir das aber auch nichts. Genau, greift da Jack an. Nein, ich... Was versteht ihr nicht, wenn ich euch befehle, dass ihr Jack angreifen sollt? Das ist jetzt voll nutzlos, Mann. Also ich muss jetzt hier Noble Fantasy mehr Energie aufbauen. Ich will unbedingt das, sein Konzert auf Death im Bossfight hier ansetzen. Oh, elf Leben, Mann. Kann man da nicht abrunden. So, Nummer 1 Noble Phantasm. Nummer 2 Noble Phantasm. Ihr wisst, was jetzt im Bossfight dann erstmal kommt, gell? Triple Noble Phantasm Spam. So, tun wir die erstmal. Bitte tötet nicht Mozart, bitte. Ja, genau. Wenn schon Mart. So, jetzt wird erstmal gemetzelt. Ich weiß nicht, kriegt sie es mit einem Schlag hin? Ich hoffe mal. Komm schon! Jack! Was mache ich denn immer falsch, dass die Leute immer noch so wenig Leben haben? Okay, wir machen jetzt mal Geschwindigkeit mal wieder ein bisschen runter. Aus dem ganz einfachen Grund, dass wir jetzt gleich noch drei Noble Phantasmen sehen werden. Das muss man ja genießen, Mann. Okay, als erstes, ich weiß nicht, wahrscheinlich werden ja beide Berserker sein. Aber ich gehe erstmal auf Lancelot. Na, ich gehe erstmal auf den Assassin Berserker. Wenn du weißt, lädt der sein Noble Phantasm schneller auf.
So, jetzt lassen wir uns gleich mal überraschen, was da Lustiges kommt. Also. Genau, das dachte ich mir. 3 Punkte. Das ist ein Noble Phantasm aus. Das sieht nicht gut aus. Also. Und es ist ein Assassin. Ha, ja gut. Das kann ich trotzdem einsetzen. Das ist ja nur, das ist ja nur als Unterstützung da. So, dann bauen wir los, oder? Jetzt wird rausgespammt. Was macht das eigentlich? Increase all as effectors. Yeah, was ist das? Also, zack. Zack, das ist wurscht, weil es geht ja auch auf den Berserker. Und dann hier. リバヤさんの子今は人を守りしまう流星となれ火よりは地獄私たちは炎雨力殺戮をここにマリアザリッパー。 Das könnte langen. Ha! Verdammt, der haut ab. Das heißt, er ist noch nicht besiegt. So, deine Critical Rate, die tun wir dir gleich wieder stehlen. So, das war schön. Da, hier ist deine schöne Energie. Bonus. So, und jetzt heißt es einfach mit allen draufhauen, oder? Ach, das machen wir doch ganz falsch schon wieder. Jack muss immer am Ende angreifen. Ich verlasse mich ganz auf meine kritischen Hits. Schön, wie er da mit seinem Taktschock da macht. So, wir machen die Geschwindigkeit wieder nach oben. Nur für den Normal Fan dessen. Ich meine, es ist schon ganz schön schön, immer die Animationen zu sehen, aber so super sind sie jetzt auch nicht. Critical Miss, genau. So, ich bräuchte Verstärkung. Hallo. Dankeschön, Sparti. Hau mal drauf, Spartakus. Ja, freilich würde ich sagen, oder? Oh, 100% kritische Treffer. So kürzt sich das. Zack. Aber beide leben noch. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Ich hätte es eigentlich aber mal gedacht, dass Siegfried mal irgendwann unser Party beitritt. Ich weiß nicht, kämpft der immer noch gegen... Na, die ist ja abgehauen. Keine Ahnung, was der macht. Wie halt in der Serie. Kein Mensch weiß, wieso Siegfried dem Sieg geholfen hat. Blöden Homunkeli. Und genauso ist hier auch. Wir haben keine Ahnung, was er macht. Oh, schaut er traurig, gell? Der leuchtet dunkel. Damn. It's with that. What is with that servant, I mean? That's beyond indestructible. Sanson, what is the meaning of this? Damn it. Now there are more variants, too. If only they'd focus on that crazy, decepitating maniac. Where's Jan? Run! What? Never mind. Just make a run for it now. Do you want to die? Don't run. There's a dragon witch over there. Take her down. Avenge your hometown. Leider klappt das nicht so, wie sich die gute Schande hier vorgestellt hat. Übrigens, bei der Anna war diese Wette Sandro, die kenne ich jetzt leider nicht, aber so wie wir das jetzt hier rauslesen, war das der Mörder von Marie Antoinette. Oh, nur Berserkers. Bam, 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 so kürzt sich das. Das heißt, wir können einfach draufhauen. Das heißt, es ist wieder Zeit für Enkidu. Mal wieder irgendein anderes Item, Mann. Was haben wir denn hier? Schönes. Wo habe ich denn hier? Ich habe doch hier irgendwas. Nein. Habe ich doch alles gar nicht. Genau. So, Quick Cards, Leute. Ich fall. Oh, verdammt, ich habe ein bisschen zu viele Punkte. So. Jetzt ist eine Party, die rein hat. Und dann rächen wir uns jetzt richtig an diesen Berserkern. Und jetzt beendet man die Sache. Oh, noch mehr Berserker. Wir waren's. Start off by
Ich denke, das sollte. Wir waren Start of bei Eating. Was ist das für ein Monster? Is that the Dragon? Why is she fighting the dragons? Dirt as beat, but this is perfect. Let them both go down. They burnt my hometown to the ground. I hope both of them die. The people you are protecting are saying all kinds of things about you, my saint. Even though the only reason they can safely watch this is because you're dealing with the Wyverns. Please, leave me be. How stubborn. If you're right about your lack of manpower, then by all means, why don't you ask the French army? Oh, forgive me, you're the Dragon Witch now, aren't you? A saint cruelly burned to death and then resurrected for revenge. A beautiful, ephemeral and ultimately ridiculous tale. And look, you're still struggling. Because this time, they see you as their enemy. Can you tell me, Jeanne d'Arc, how do you feel right now? Do you wish to die, or do you wish to kill it? Do you long to drive that flag into those soldiers' hearts like a stake? Normally, I'd fall into distress. I'd fall into despair. But unfortunately, I'm an optimist in life. The hatred of me gives them the strength to rise. And that's a good thing. Are you sane? Good question. People questioned my sanity when I decided to bring salvation to Frost. Yes, whether light or dark, it just means both of us are insane. Vivan! Artillery fire! Gil! Brutus, all surrounding dragons, fire all cannons! Now! Curse you! I expect nothing less from a ruler, even with your power stolen, your physical strength. Retreat! Lancelot, Sanson! Wait! It would seem that Jeanne d'Arc has touched the strings of his heart. Now what, Carmilla? Will he even listen to reason? Retreat! With no obligation to stay with a black knight that's lost his mind. Lancelot, pass some time, as much time as you can, until the moment your life is extinguished. Where are you? We have to stop them. Master, it's a once-in-a-lifetime chance. It breaks the code of chivalry, but we have to bring down Lancelot. Das ist doch kein Ritter mehr, das Monster da. Vernichtet ihn, Mann. Hätte man schon davor am liebsten vernichtet, Mann. Okay, also, da haben wir jetzt den anderen Gil gesehen. Den Gil the Ray Saber, den Gil, bevor er wahnsinnig wurde und alles abgemuxt hat und zu dem Gil Caster wurde. Das heißt, den Gil, den also die Jeanne Alter hat, ist in Wahrheit auch wirklich nur ein Servant, während unser Gil the Ray im Endeffekt noch der normale Gil the Ray sein sollte. Nur dann gibt es hier noch einen Gil the Ray. Vielleicht haben wir hier drei Gil the Rays. Wer weiß es. Okay, Lancelot, haben wir dich nicht gerade schon besiegt? Eigentlich schon, gell? Gut, das sollte nicht allzu schwer werden. Jan, stell dich einfach hinten hin. Wir managen das schon. Mein Bro Enki, du. Decki natürlich. Genau, du kannst die Schläge kassieren. So, gute Idee. So, Aber Schaden haut das Vieh schon ordentlich rein. Das ist schon Level 26, Mann. Ja, Schaden, schon in Ordnung, Mann. Wieso hast du eigentlich so viel gute Glitze raus? Chill, das war faul. Habe ich ganz unnötig gesehen. Ne, mach mal Enki, du Rage Tag. Enki, du Rage. Du hast es gewagt, Enki, du anzugreifen. Dafür gibt es jetzt Ärger, mein Freund. Es war madig gegen Berserker zu kämpfen, weil die machen halt so viel Schaden, aber sie kassieren auch so viel Schaden. Und deswegen hat unser schönes Enkidu-Kombo hier den auch mit Leichtigkeit hier bezwungen. Ja, Spartacus ist ja ganz gut. Er ist ja ganz süß. Der kleine süße Spart. Also, und jetzt ist es, denke ich mal, Zeit hier Tacheles zu reden. Ein schönes, trauriges, glückliches Wiedertreffen der beiden ehemaligen Bekannten. Ja, du stirbst. Für
Arthur? You mean your king, Arthur? Unfortunately, I'm Jeanne d'Arc. I'm not Arthur, the king you seek. Oh, I see. What's wrong? I know why Lancelot was so obsessed with Jeanne. She resembles Arthur, doesn't she? Not her face, but her soul. My king, I please. Ja, stirb, Lancelot, ich hab kein Mitleid mit dir, verschwind. Jeanne, let's go. Yes. Jeanne, please wait. You're indeed Jeanne d'Arc. Not the Dragon Witch, but a bona fide saint. Jeanne, you answer? If I answer, I will endanger Gil's position. For now, we can't depend on them. At the very least, we must endure the scorn of those who once fought by our side. But do they really hate you? Let's go. General, what was that just now? I don't know, but re-examine everything we know of the Dragovich. Was it truly Jeanne d'Arc who attacked Charles VII, or some evil imposter? It's possible that there may be two Jeanne d'Arcs in this world. Da hat ja jemand den Durchblick hier. Der gute Gil, wenn er, wie gesagt, nicht gerade ein ruchloser Mörder ist, dann weiß er wohl, der Hase läuft. Okay, jetzt haben wir auch diesen Abschnitt geholt. Wir haben keine Ahnung, was aus Siegfried geworden ist. Aber ich denke, wir werden es beim nächsten Mal rausfinden, denn beim nächsten Mal geht's nach Marseille. Das ist optional. Oh. Level 15, das will ich doch niemals erreichen. Nee, Free Quest brauchen wir nicht. Deswegen werden wir beim nächsten Mal zum hier fort zum verlassenen fortlaufen und schauen, wen oder was wir als nächstes bezwingen können. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.